Oh, wir sind live. Wir starten den heutigen Stream Pokémon. Ich hoffe, der Ton funktioniert und bleibt auch. Ja. Wir sind auf dem Weg zum zweiten Orden. Gestern Abend oder heute Nacht hat mich dieser Kerl hier noch platt gemacht mit seinen Kleinsteins, weil ich keine passenden Pokémons dabei hatte. Und ich habe zwar die beiden Starter, Chillast und Plinfa, aber die konnten mir auch nicht weiterhelfen, weil die mir nicht gehorchen im Moment. Die sind ja getauscht. Und deswegen bringen die mir gerade nicht so viel. So. Wir können gleich mal schauen, wo es weitergeht. Der Pokédex sagt, folge Arnold nach Ewigenau. So, folge Arnold nach Ewigenau. Du willst sicher auch kämpfen. Ja, sie will kämpfen. Ich liebe Pokémon, die süßlich duften. Aroma Lady Eleonora setzt Knospi ein. Bring it on. Panpyro. Unser shiny Starter-Pokémon. Macht kurzen Prozess. Relativ kurz. Nicht ganz so kurz wie gehofft. Wachstum. Es steigt den Angriff und den Spezialangriff, aber wir können jetzt kurz einen Prozess machen in Runde 2. So, eben wie gesagt, ich hoffe, man versteht es ganz gut, auch die Musik, dass es nicht zu leise und nicht zu laut ist. Okay, du willst sicher auch kämpfen. Gucken, was wir hier noch für Pokémon finden. Ein Schalelos. Das können wir, glaube ich, mit einem auch nicht. Was ist denn da los? So. Ich frage mich, welche Pokémon man in dieser Gegend findet. Ja, da sind wir schon zu zweit. Picknickerin Sibylle fordert dich heraus. Und sie setzt Shinux ein. Hallo. Haben wir was Passendes gegen Shinux? Müssen wir gleich mal nachschauen. Wir haben keine sehr effektive Attacke. Ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig, aber hätte ja sein können. Ein Tackle.
Hachirisu. Okay. Was könnten wir denn da? Könnten wir da etwas anderes benutzen? Nee, lassen wir das. Bleiben wir dabei. Aber wir machen einen Steigerungshieb. Oh oh. Ein Charm. Angriff sinkt stark. Jetzt haben wir ihn doch gerade eben erst erhöht. Aber machen wir halt eine Spezialattacke dazu. Und du sinkst weiter den Angriff. Okay. Ich hau einen Steigerung. Eieiei. Das reicht noch nicht aus, aber immerhin ist der Angriff wieder auf. Ja, unverändert fast. Also, vor dessen Statusattacke vorhin. Eins runter und eins hoch. Okay, das hat's. Volltreffer ausgereicht. Zwei Levelaufstiege. Luxio und Jirachi. Jirachi. Mir vorhin auf die Backe gebissen. Ja. Ah. Au. Das ist immer sehr unangenehm. Was ich über Pokémon weiß? Gute Frage. Es gibt männliche, weibliche und männliche. Und bei manchen ist das Geschlecht unbekannt. Das sind wahre Worte. Zwei Pirsifbeeren. Die pflücken wir jetzt. Und wir könnten die eigentlich auch gleich einpflanzen. Und wir gießen sie. Und die Sinelbeeren auch. Ja, auch gepflückt. Und was pflanzen wir ein? Ja, von mir aus. Nehmen wir die wieder. Und gießen, nicht gähnen. So, ein Item. Wieder ein Pokéball. Okay. Hier fließt das Wasser. Da kommt man doch in diesen... Dieses Feuerhaus, Feuerhütte-Dings. Hier sieht's aus als... Aha. Wusste ich doch, da ist ein Item versteckt. Okay. Oh, wir können noch die Bäume überprüfen. Die haben wir gestern mit Honig beschmiert. Hat aber nichts gebracht, oder was? Aha. Ich bin leicht schockiert, dass das nichts... Woran erkennt man das denn? Ja, mit Honig. Okay. Sehr merkwürdig. Und da ist auch noch nichts gewachsen. Was ist denn da los? Ach, das habe ich ja erst heute. Ja, aber trotzdem, die Zeit für den Baum müsste ja eigentlich schon abgelaufen sein. Bin ich jetzt überfragt. Gut. Dann kämpfen wir uns weiter voran. Ich speichere lieber mal nicht, dass wir wieder, dass ich wieder da platt gemacht werde. Es liegt ein weiter Weg zwischen Flori und Ewigenau. Genug Zeit also für einen Kampf. Camper Simon fordert dich heraus. Gut.
können. Wir fangen mit dem Steigerungssieb an. Und du setzt Sandsturm ein, okay. Ein Sandsturm kommt auf. Das haut auch gut rein. Jetzt ein Tempohieb. Und zack. Viele, viele Level. Panpyro Flammenrad. Ja, aber gerne doch. Da könnten wir eigentlich Glut ersetzen, weil auch der Angriff stärker ist. Das ist ja eine Spezialattacke und Flammenrad ist physisch und unser Angriff ist auch höher als der Spezialangriff. Also nutzen wir Flammenrad. Bamelin, Knospi, Ruckzuckhieb für Bamelin. Und Simon wurde besiegt. Noch einer. Warum sehe ich, kann ich hier nicht die Vorschau sehen, den Bericht? Das wäre doch so praktisch. Immer erst jetzt hier hin wechseln. Okay, Absorber, Stachelspore, Sorgensamen. Und du kannst noch gar keine Wasserattacke. Ich würde mal sagen, wir tauschen dich mal mit Shirachi aus. Dann kannst du dich noch entwickeln. Los, oh, Top 4 heute. Ja. Genau, ist auch gleich soweit. Ich bin auf der Siegesstraße gerade. Urs. Ist die Siegesstraße. Top-Pokémon. So, ein Onix. Und Panpyro. Was ist denn besser? Mit jedem Treffer steigt sein Angriffswert. Hab gestern bis kurz vor den ersten Orden gespielt. Ja. Ja, sehr gut. Dann kannst du ja jetzt weitermachen. Vielleicht. Steigerungshieb. Bitteschön. Und ein Tempohieb. Bin immer noch traurig, dass ich kein Mädchen bin. Tja, da lässt sich ja was tun. Du kannst ja auch zur Not einfach nochmal den Anfang spielen. Habe ich ja jetzt auch schon 5-mal, glaube ich, sogar gemacht. Das geht recht flott. Einfach Animation ausstellen und durch. So, Zerpurze entwickelt sich. Könnte es auch ein blondes Mädchen sein. Nochmal wiedergeboren werden in meinem Leben, ja. Zerpeise kriegt einen Pokédex-Eintrag. Dieses Pokémon bringt seine Gefühle durch Melodien zum Ausdruck, deren Struktur auch von Wissenschaftlern untersucht wird. Mhm. Also ein Mozart, ja. Sieht eigentlich ja so ein bisschen aus wie so ein Dirigent. Ein wildes Pokémon. Aha.
Pachirisu. Ein Ruckzuckhieb und ein Volltreffer. Da, dich fangen wir uns aber. Knospi, Level Up. Und auch ein Eintrag im Pokédex. Elektrohörnchen. Es lebt in Baumwipfeln und erzeugt Elektrizität in seinen Backentaschen, die es über den Schweif entlädt. In die Box, bitteschön. Oh, ein Kampf. Macholo. Jetzt können wir mal ein anderes Pokémon benutzen. Staravia. Notsituation. Senkt dessen KP auf die Höhe des Anwenders. Ja. Ja, können wir mal. Nehmen wir mal. Eine Sprühdose Schutz. Oh, noch ein Kampf. Sollte ich mich ein bisschen amüsieren? Setzt Plinfa ein, ja. Hier wechseln wir auch aus zu Luxio. Donnerschock. Wir haben auch kein One-Hit. Ein Two-Hit. Oh, glaubst du schaffst das ganz allein durch den Ewigwald? Vielleicht. Möchtest du ein wenig dich ausruhen? Ja. Dankeschön. Haben Sie mir jetzt beim Schlafen zugesehen? Aber die Pokémon sind geheilt. Hier kommen wir nicht lang.
Und hier kommen wir ja nur wieder zurück. Aber hier gibt es noch einen Supertrank. Okay, nein, da gehen wir nicht lang. Gibt's hier noch was? Der Stein. Auch nichts. Also so ein bisschen um die Ecke kommt man hier schlecht, ne? Mit der Steuerung. Das ist dann teilweise ein bisschen... Okay. Zerschneiden können wir ihn noch nicht. Und was erzählst du uns? Im Ewigwald leben viele Gift-Pokémon. Aber ich habe kein Gegengift gekauft. Was mache ich denn jetzt nur? Gehe ich weiter oder kehre ich lieber um? Also lieber Gegengift kaufen. Hallo. Mein Name ist Reissa und du bist... Oh, du heißt also Pokémon-Fan. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich möchte auch einen Gefallen haben. Team Galaktik soll sich hier herumtreiben. Lass uns den Wald also gemeinsam durchqueren. Gut. Ich werde deine Pokémon stets im Topf umhalten. Okay. Das ist jetzt ein guter Ort zum Trainieren wahrscheinlich. Ich habe auch schon viele gesehen, die jetzt hier auf Shiny-Jagd gehen, weil man da so gut Doppelkämpfe machen kann und immer geheilt ist. Das werde ich jetzt hier nicht tun. Ja. Aber ich wollte es gesagt haben. Der hätte auch gerne mehr Gegengift. Hätte er sich doch dieses Gegengift hier nehmen können. So, unser erster Doppelkampf in diesem Wald. Okay, das Wompel könnten wir uns holen. Machen wir erstmal Knospi kaputt. Wow. Okay. Bye, girl. Wir versuchen es mal, ob wir es so schon kriegen. Ja. Zippeis erreicht Level 13. Und einen Pokédex-Eintrag für Wurmple. Wurmple, das Wurm-Pokémon. Es spuckt Seide aus seinem Mund, die in der Luft klebrig wird und macht so seine Gegner bewegungsunfähig. Achso, das hat ein Item getragen. Okay. Gut zu wissen. Ah, der Moosfels. Hier können wir dann Evoli zu Folipurba entwickeln. Ein Panikon und ein Wurmple. Jetzt machen wir mal mit dem Wurmple kurz einen Prozess. Volltreffer.
Ein Haspirohr und ein Baumklo. Das Haspirohr holen wir uns auch. Machen wir einen Verhühner. Ein Rutenschlag. Wir versuchen's. Ein bisschen Let's Go Feeling. Einfach fangen. Und klappt. So, zwei Levelaufstiege. Funkensprung, sehr schön. Ja, auch gut. Ein Eintrag für Haspirohr im Pokédex. Witter des Gefahr wird es wachsam und stellt beide Ohren auf. In kalten Nächten vergräbt es zum Schlafen das Gesicht in seinem Fell. Gut. Die wollen auch einen Doppelkampf hier machen. Aber bis jetzt haben wir noch kein Team Galaktik gefunden. Was ist cool? Fragst du dich sicher, was ist cool, oder? Nein? Tja, ich sag's dir trotzdem. Käfer-Pokémon. Ich finde Feuer-Pokémon viel cooler. Oder viel heißer. Ein Flammenrad für dein Käfer-Pokémon. So. Setzt Funkensprung ein. Bitterkuss. Macht's. Und du setzt Papinella ein. Das können wir auch einmal umradeln. Levelaufstiege. Zerpeise möchte Absorber lernen, aber gerne doch. Pachirisu ist verwirrt. Ich wollte gerade sagen, das hält euch sicherlich nicht davon ab, mich zu paralysieren. Achso, der Bitterkuss hat es verwirrt, ja. Und wir versuchen eine weitere Attacke. Ja, hat nicht geklappt. Okay, neuer Versuch. Volltreffer. Okay, zwei verwirrte Pokémon des Gegners. Flammenrad hat geklappt.
ein verwirrtes Pokémon des Gegners. Und wir machen einen Tempo-Hieb. Cooler Augen. Na gut. Aus Sabanett ein Lebenstropfen. Heilt uns beide. Und ein Flammenrad. Noch ein Volltreffer. Besiegt. Besiegt. Okay, Levelaufstiege. Zerpeis erreicht Level 15. Du besiegst die beiden. Oh nein. Okay. Einen Paraheiler. Brauchen wir zum Glück ja nicht. Gibt's hier noch Pokémon? Zwei Haspiros. Das war auch kurz angetäuscht, oder? Dachte erst, der haut mich und dann nach links abgebogen. Und voll in die Fresse. Oh, das arme Ding. Ich kenne da einen Trick. Wie man Doppelkämpfe umgehen kann. Boah. Okay, es ist dann auch nur ein einfacher Kampf. Okay. Gut zu wissen. Interessant. Aber ging wahrscheinlich schneller als den Doppelkampf. Ein Flammenrad sollte den Job erledigen. Ich habe da, glaube ich, was in der Ecke gesehen. Hm,
Zuerst Haspirohr. Und dann Knospi. Machen wir das Bild noch ein bisschen größer. Ha, super Ball. Habe ich es richtig erkannt. Noch ein Kampf. Den schenken wir uns, aber wir nehmen diesen Trainerkampf hier mit. Ich habe ein seltenes Pokémon aufgespürt. Achtung, Plage im Anmarsch. Genauer gesagt, Hexaplaga. Los! Okay, ein Burma-Dame oder ein Burmi? Ein Burmi ist das. Okay, das war ein Burmi. Ein Zerpeise. Das ist ein sehr toller Pokémon-Ruf. Wollen wir nochmal anhören? Oh. Sind das zwei verschiedene eigentlich gewesen? Klang fast so. Aquaknarre, gerne. Mit roten Schlag ersetzen wir das. Okay, es kommt jetzt Pudox. Pudox betritt den Ring. Pudox verlässt den Ring. Panikon. So. Hm.
Das ist also sehr viel gekämpft, muss ich ja feststellen. Das hat uns früher Spaß gemacht. Okay, dann suchen wir mal weiter nach Team Galaktik. Oh. Ein Trank. Tipps für Trainer. Es gibt viele Items, die man in der Dunkelheit nicht sofort entdeckt. Nimm dir Zeit, gründlich zu suchen. Na, da waren wir schon. Boah, dieses Dialga-Halte nervt. Ja, das kann ich, das glaube ich dir. Ist das, kannst du direkt davor speichern und dann Soft resetten? Dann, boah, ja gut, dann nervt es natürlich auch, weil du ja dann... Weil du dann ewig warten musst, bis es geladen ist, oder? Das müssen sie eigentlich noch verbessern. Ja. Das Spiel braucht ewig, das braucht ja fast immer eine Minute fast, bis das wieder geladen ist. Und Schwert und Schild braucht nicht so lang. Garantiert. So, das ist doch jetzt mal interessant. Und diese Musik ist auch zum Kotzen. Welche meinst du? Was nehmen wir denn? Wir nehmen Luxio. Dialga Battle Musik, okay. Bei wie vielen Resets bist du denn? Weißt du das? Also ich habe in Pokémon Home habe ich ein Shiny Dialga. Das gab es in der Generation 5 als Verteilung. Aber Pokémon Home ist ja jetzt erstmal noch nicht auf dem Tisch. 200. Hab aufgehört zu zählen, ja. Können wir das beißen, dieses Pokémon? Okay, es ist normale Wirkung.
So, wo geht's jetzt hier weiter? Ich glaube oben rechts. Hier geht das lang. Da ist ein Item nach diesem Kampf. Ein Glas Honig. Keine Items hier. Hier kommen wir auch nicht hin. Hier ist doch dieses verwunschene Haus dann, oder? Ein Drotom oder Gengar oder so. Oh, wir haben das Ende erreicht. Oh, jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen Dank, Pokémon-Fan. Aber ich bin etwas enttäuscht, weil wir kein Team Galaktik gefunden haben. Ja, gehen wir mal hier erst raus. Route 205. Und hier ist dann auch noch ein Zerschneider gesperrter Weg. Okay, wir tauschen um. Ja, nehmen wir Luxio. Kommen erst später richtig. Ja. Ja, aber die meinte doch im Wald, dass sie Angst hat vor denen. Und ich dachte, da gibt es jetzt noch ein Battle oder so mit denen. Hier sind die Carpador-Profis, oder? Da gibt es ein Item für uns. Einen Trank. Oh, jetzt kommt gleich der Untergrund. Aber einen Wasserkampf machen wir noch. So ein paar Carpadors platt machen. Angler Yannick. Die sagt nur, Galaktik lauert überall, aber nicht explizit im Wald. Ja. Ja, stimmt ja, aber trotzdem. Das stimmt, hat sie so gesagt, ja. Goldini, Goldini. Sehr effektiv. Ja. Ein Levelaufstieg. Ich hatte ja die beiden anderen Starter eigentlich im Team, aber die gehorchen mir im Moment nicht. Deswegen sind die jetzt wieder rausgeflogen. Weil wer sich nicht beteiligt am Team, kein Team, sagt man, sich, also, ne, der hat im Team und so nichts verloren. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Okay. Ich glaube, das reicht hier. Jetzt gehen wir weiter. Route 205. Oh, da gibt es noch Bären. Ja, machen wir dann, wenn wir fliegen können und so. So eine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erfrischend sein, findest du nicht auch? Ja. Kriegen wir hier auch das Fahrrad? Da ist ein Team Galaktik. Ein Rüpel. Ja, du siehst stark aus. Ich lasse dich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Pff. Oh, wer ist das? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Du hilfst bestimmt Professor Eibe aus, oder? Das ist doch ein Pokédex. Wie heißt du denn? Ich heiße Pokémon-Fan. Das merke ich mir. Sehr gut. Hoppala. Und ich weiß ja, dass du Cynthia bist. Du darfst mir also auch gerne auf Twitch folgen, wenn du das noch nicht tust.
Und du bist ebenfalls ein Pokémon-Trainer. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon, einfach aus Interesse daran. Das ist eine gute Motivation. Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du ja auf deinen Reisen ja auch so einem Pokémon. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das tun werden. Und wir kriegen eine TM. Was kann die? Zerschneider-TM. Ach so. Nee. Ist das TM für Zerschneider? Und wir kriegen eine kriegen wir als VM-Attacke auch noch zusätzlich. Ist das jetzt so, wie das in diesem Spiel läuft? Denkst du nicht auch? Ja. Okay. Danke. So, jetzt gucken wir mal, was das für ein Gebäude ist. Das Galaktikgebäude von Ewigenau. Wir wollen deine Pokémon. Nee. Aber man kommt ja eh nicht durch im Moment. Genau, Zerschneider kann ich noch nicht einsetzen. So. Willkommen im Kräuterladen. Für wirkungsvolle und preiswerte Medizin bist du hier genau richtig. Etwas kaufen. Heilpuder, Energiestab, Kraftwurzel und Vitalkraut. Nehmen wir mal bei mit. Für den Fall der Fälle. Als Beleberersatz. Na, Pokémon mögen sie nicht so gerne. Das wäre ein echter Durchbruch, ja. Angeblich stellt diese Statue ein Pokémon dar, das vor langer, langer Zeit gelebt hat. Okay. In die Pokémon-Statue ist eine Inschrift eingemeißelt. Geburt von Pall. Paralleldimensionen entstehen. Lebendig oder nicht, treibt im Raum, am Ende im selben Univers. Segen von Pall. Der Text ist kaum lesbar und an manchen Stellen ganz verschwunden. Aber ich sehe, da hinten liegt ein Item. Da kommen wir aber erst mit dem Zerschneider hin. Okay. Ja. So, gibt's hier etwas? Noch ein Rüpel. Der will nicht, dass wir hier sind. Was es mit dieser Statue wohl auf sich hat. Oh, hier ist alles abgesperrt. Okay. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center. Mit dieser App für den Pokédex kannst du sehen, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Sehr gut. Zutraulichkeitsstatus. Kannst du prüfen, welche Pokémon dich besonders mögen. Das ist praktisch. Da ist sie. Hat jetzt aber... sah jetzt nicht so aufschlussreich aus. Und ich glaube nicht, dass der Stift da bleiben sollte, oder? Das ist doch ein Bug.
Komische Sache. Da ist wieder der Bug. Aha, Team Galactic hat ganz schön vielen Leuten ihre Pokémon geklaut. Auch mir. Jemand sollte der Sache mal nachgehen, aber die sind mir nicht geheuer. Pokémon-Diebe. Sie erklärt uns die Vorzüge von Beleber. Mein Freund sagt, Team Galactic hätte ihm seine Lieblings-Pokémon gestohlen. Ob das wirklich stimmt? Die Mitglieder von Team Galactic sehen doch cool aus. Ich weiß ja nicht. Radlreiners Radladen. Schnell und zuverlässig. Der Manager ist vorhin zum Gebäude von Team Galactic gegangen, aber er ist immer noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Okay, da müssen wir dann also hin. Das heißt, zuerst zur Arena und dann zum Team Galactic Gebäude. Silvana, Meisterin der Pflanzen-Pokémon. Okay, das passt ja gut. Da haben wir das Passende dafür dabei. Oh, hier ist Lea. Dann speichern und zur Arena. Howdy, zukünftiger Champ. Zugegeben, so habe ich den Jungen, der vorhin hier reingestürmt ist, auch genannt. Unsere Arenaleiterin Silvana setzt Pokémon vom Typ Pflanze ein. Wie du sicher weißt, haben Pflanzen-Pokémon eine Abneigung gegen den Typ Feuer. Du kannst sie erst herausfinden, wenn du die anderen Trainer, die sich in der Arena verstecken, besiegt hast. Okay. Herausforderung akzeptiert. Gut, ein erster Kampf. Nee, ist einfach weg. So, so. Ist das hier ein Versteckspiel? Okay, Kampf Nummer 1. Thank you.
direkt vergiftet.
Wir haben Orden Nummer 2, den Waldorden von Silvana. Und jetzt gehorchen mir auch alle getauschten Pokémon bis Level 30, endlich. Du willst die Sticker, die Silvana verwendet. Sehr gut. Für die Ballkapsel. Und TM86. Hallo. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Ja, Arena 2 geschafft. Jetzt geht es auf zu Arena Nummer 3. Aber wahrscheinlich haben wir natürlich noch einiges an Dingen zu erledigen vorher. Ich glaube, wir brauchen ein Fahrrad. Okay, dann tauschen wir mal die Pokémon aus, wenn die uns jetzt auch wieder gehorchen. Und zwar nehmen wir dann doch Chelast und Plinfa.
ins Team. Zirpeise brauchen wir jetzt auch nicht. Ja. Versuchen wir es mal so. Mit diesem Team. Gibt es hier nicht auch schon den Untergrund irgendwie? Aber vielleicht hier auch nicht. Pokémon-Fan, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Professor Eibes Assistent. Okay. Er ist 43. Und ich bekomme ein Sonderbonbon. Okay. Aber wahrscheinlich erst nach dem Team Galaktikhaus, hätte ich jetzt gesagt. Okay, und hier komme ich nicht durch ohne Fahrrad. Das war abzusehen. Was gibt's hier? Auf zu den Fossilien. Ich arbeite im Bergbaumuseum in Erzelingen. Der Untergrundmann hat mir Tipps dazu gegeben, wie man Fossilien ausgraben kann. Und bevor ich loslege, werde ich nun auch dir einen Tipp geben. Beim Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Sie sind sehr hart. Wenn du zu oft auf sie einschlägst, bricht die Wand zusammen. Merkt ihr das? Dann kommst du mit dem Sammeln von Fossilien rasch voran. Der Untergrundmann. Ich war der Erste, der in den Untergrundhöhlen gegraben hat. Deshalb nennt man mich auch den Untergrundmann. Ich habe ein Geschenk für dich. Nutze es weise. Oh. Da haben wir es schon. Das Erkundungsset für den Untergrund. Ich kann dir beibringen, wie du ein exzellenter Höhlenforscher wirst. Und bist du interessiert? Ja, scheinbar. Okay, ganz leicht. Einfach das Erkundungsset. Okay, er steuert für mich. Ah! Ist das erste Mal hier? Willkommen! Okay, super. Ich bin im Untergrund. Gibt's hier was jetzt? Mal schauen. Okay. Ja. Jetzt werde ich von wilden Pokémon gejagt. Level 25 schon. Autsch. So, gehen wir mal zur gelben Stelle auf der Karte.
Okay. Vielleicht muss er uns erst noch was erklären. Okay, wie kann ich jetzt was ausgraben schon oder so? Ich bin noch ein Anfänger. Liegen an vielen Stellen Schätze vergraben, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Ich möchte, dass du nach Schätzen suchst. Begib dich zu den gelben funkelnden Stellen. Und dann nach mit dem A-Knopf nach Schätzen suchen. Okay, das wollte ich ja vorhin schon machen. Okay. Eine lokale Verbindung in den Untergrund. Vorschlaghammer und Spitzhacke. Mit diesen Werkzeugen kannst du wahre Schätze aus den Wänden holen. Aber achte darauf, alles auszugraben, bevor die Wand einstürzt. Okay, drei Objekte. Hier ist was. Nummer 1. Können wir den Vorschlaghammer hier vielleicht benutzen? Da ist was. Okay, ein Fossil. Oh. Alles ausgegraben, gerade noch rechtzeitig. Oh oh. Und dann kriegt man nichts? Doch. Okay. Edelsteintruhe. Oh, Panflammstatue.
Vindicta. Drei Objekte. Da ist was. Das war alles. Eine Lucario-Statue. Okay, gehen wir wieder zurück. Einwegbohrer. Ja, die Geheimbasis, das ist doch gut. Let's do this. Gehen wir mal alleine. Und machen auch gleich mal hier die Geheimbasis. Aha, ich kann nicht reinlaufen, ich muss sie auswählen. Statuen platzieren. Okay, ja. Okay.
Und wie setze ich den Radar ein? Ah, so geht das. So. Alles ausgegraben. So. Ihr Objekte. Nummer 1. Vielleicht hier oben noch. Nein! Eine fremde Geheimbasis zu betreten. Okay.
Das wäre doch eine Idee. So, es ist 3 Uhr. Das war's jetzt für den Moment. Ich werde sicherlich heute nochmal streamen. Ihr bekommt ja dann eine Benachrichtigung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.